Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Get in Your Horizon. Ja, diese Folge habe ich jetzt schon öfters aufgenommen. Ich bin jetzt bei Aufnahme Nummer 3. Und ja, ihr hört es vielleicht noch öfters, falls mal die Aufnahme wieder abbricht. Weiß nicht, was momentan los ist. Ich hoffe, dass alles klappt. So, als erstes mal ein bisschen, ich habe an den Texturen gearbeitet, beziehungsweise die Leute Vortex auf dem GT New Horizon und so weiter und so fort, haben ein wenig an den Texturen gearbeitet. Man sieht hier zum Beispiel, es gibt jetzt neue für die kleinen Kabel, es gibt hier zum Beispiel eine neue Pumpe. Wenn man jetzt hier reinschaut, sieht man zum Beispiel auch, dass die Dust etwas dreckiger sind. Finde ich richtig, schaut richtig cool aus. Ja, das war sozusagen die eine Hauptarbeit. Ich habe jetzt mal versucht, alle von Zoatex, was jetzt halt neu rausgekommen ist, mal zu vereinen. Ich hoffe, dass alles soweit gut funktioniert. Wir ja alles kennenlernen in der Zeit, ne? Also zum Beispiel hier, goldenes Zahnrad, klein, das Fine Electrum Wire. Auch die Rods sind überarbeitet, die Long Rods. Bolts, die Schrauben. Also, ja, richtig. Gut. Ja, wir haben ein wenig was an der Map gemacht. Also die ersten paar Minuten werden jetzt wieder so sein, dass ich euch erstmal zeige, was haben wir alles gemacht. Da mir auch die Aufnahme abgeraucht ist, werde ich auch ein wenig was zu diesem Bereich hier erklären. Weil da habe ich ja auch schon bei der nächsten sozusagen Klappe die erste und Klappe die zweite gearbeitet. Und ich habe ja auch bei euch von den Kommentaren her gelesen, dass ihr es eigentlich gerne, also dass ihr auch diese Baufolgen teilweise sehen wollt, aber ich soll halt dann immer auch wieder Westchen Technik machen. Wird dann auch so passieren. Ich habe schon für mich jetzt selber gesagt, an diesen alten Gebäuden, wo ich schon ewig nicht mehr war, da werde ich, die werde ich einfach fertig bauen. Und euch dann am Schluss zeigen. Wie zum Beispiel, ihr seht jetzt gerade hier, ich habe angefangen am Tor weiterzubauen. Das ist nach oben gewandert. Ich habe auch die Mauer etwas weiter nach oben gebaut und auch nach hinten. Wir sind auch gerade dabei, großflächig, oder ich bin großflächig dabei, an dem Fluss zu arbeiten. Ich bin schon bis da hinten jetzt gekommen. Zum Planieren. Die anderen Jungs und Mädels, also Prophet arbeitet an dem Bereich hier und Sebo hier. Und das Geile ist, wie es aussieht durch den Absturz, was ich hatte gleich einen Bluescreen, ganz toll, habe ich jetzt wieder Teile meiner Map verloren. Hervorragend. Genau. Nee, aber wie gesagt, da sind wir halt auch gerade dabei, alles weiter zu machen, zu verschönern, dass wir da halt vorankommen, dass wir euch dann auch mehr zeigen können. So, dann habe ich auch an den Gartenhäuschen gebastelt. Bin jetzt teilweise ganz fast fertig. Also ganz hinten ist eins, das ja, hat innen, das hat das richtig schon, ist richtig Innenleben, aber da ist noch nicht alles von außen fertig. Ich glaube, die Druckplatte, die Türen und die Schilder fehlen noch. Also das heißt jetzt, rein schaut dann so aus. Aber wie gesagt, hier sind jetzt sozusagen die gesamten Getreide oder Haupt, ja, ich weiß nicht, also es sind Haupternährungs Sachen der Welt, sage ich jetzt mal so, weil wir haben ja Weizen, Roggen, Gerste, Mais, Reis, der Mais, da ist der Reis, dann haben wir hier als nächstes Soja, dann habe ich jetzt angefangen hier Tomaten anzusiedeln und hier ist Salat. Das heißt, hier geht es jetzt dann irgendwann weiter, dass dann auch
Ja, deswegen auch gerade die ganze Verarbeitung hier, dass die restlichen Gemüsesorten auch noch hinkommen und vor allem, dass diese ganzen Sachen, die wir häufiger bräuchten, wie zum Beispiel Tomaten, Zwiebeln, Salat, das wird es komplette eigene Gewächshäuschen geben. Und dann gibt es noch welche nicht so häufig gebraucht werden, da wird es dann sozusagen halbiert. Da werden dann zwei Arten drin sein. So, auf der anderen Seite hier habe ich hier Baumwolle, Sugarcane, Kaktus, Mushrooms. Das Lustige ist, der rote wächst hier nicht, der braune aber schon. Obwohl beide laut Liste eigentlich gleich wachsen müssten. Verstehe ich nicht, aber. Pff. Dann haben wir hier noch, genau, das ist ja das, was ich meine, wie zum Beispiel Melone und Kürbis, das sind für mich Sachen, können sich einen teilen, weil ich brauche nicht komplett Kürbis und komplett Melone. Ja, was habe ich hier noch? Dann haben wir hier genau die White Mushrooms. Und da kommen jetzt dann zum Beispiel Kakaobohnen rein. Dann haben wir noch die Nektarwarzen, die wohl noch hinkommen. Und dann wird es dann hier losgehen mit Obst und Gemüse, mit Obst. Also Erdbeeren, Brombeeren, Erdbeeren, Heidelbeeren, der ganze Käse. Genau. Der Bereich. Den wir noch gemacht haben. Oh, ich hoffe, dass ich mich auch an alles erinnern kann, weil ja, irgendwann habe ich mal un zeitlich unterbrechen müssen. Weil da hat es mich dann auch tierisch genervt, dass mir die ganze Zeit der Bruder abgeraucht ist. Genau, dann kommen wir jetzt mal zu dem Bereich hier. Sleeping Bag runter. So, und wir haben jetzt dann hier unseren Gartensenderbereich. Das hat sich nämlich bei uns in der Philosophie nämlich geändert. Denn wir hatten ja vor, dass wir eigentlich gegenüber vom Kuhstall einen Schafstall bauen wollten. Und dann da kleine Häuschen hinkommen. So, haben wir jetzt geändert, weil wir gesagt haben, wir brauchen ja Strom. Also auch für hier brauchen wir Strom. Ich erkläre gleich, was das alles ist. Und da kann ich nicht irgendwo das da am Arsch der Welt hinklatschen, sondern ich muss halt dahin gehen, wo ich es auch halt an Anschluss hinbringen muss, ohne zu verzweifeln mit dem Kabel. Vor allem, wenn wir dann mit dem EV-Kabel anfangen sollten irgendwann, kann es nicht sein, dass ich auf einmal erstmal 30 Mal zum Mond fliegen muss und 10 Titanadern ausgraben muss, bis ich so weit bin, dass ich halt das Kabel dann habe. Das kann nicht sein, das soll nichts da sein. Jawohl. Ja, da haben wir jetzt gesagt, der Schafstall wird neben dem Kuhstall entstehen, dann wird da ein Schweinestall entstehen, dann wird da eine Hühnerfarm entstehen. Also das heißt, Jott. Wir sind hier, also das heißt, hier wird ein Schafstall stehen, hier dann der Schweinestall und irgendwann Hühnerstall und so weiter und so fort. Die kommen alle daneben. Dann haben wir zuerst gedacht, na okay, dann machen wir halt durch die Bienen hier hin und also dieses Gebiet zum Auflösen soll ein Gartensender werden. Dann haben wir jetzt aber festgestellt, dass im Gartensender richtig viel passieren muss. Ich habe richtig viele Felder. Ich habe Botany, was mit drin ist. Ich habe IC2 Crops, was mit drin ist. Hat ja alles, beides was mit im Garten zu tun. Ich habe die ganzen Verarbeitungsschritte von Forestry mit drin. Und ich habe die ganzen Verarbeitungssachen drin, wie zum Beispiel Plant Balls erzeugen. Biomasse zu erzeugen, Seed Oil
Und alles, was noch so aus pflanzlichen Produkten entsteht, und das soll alles hier passieren. So, dann haben wir gesagt, ja, wenn ich jetzt bis daher gehe, jetzt sieht man es hier, ne? Ich habe jetzt hier gerade mal einen Bereich für die ganzen Tulpen gemacht. Wenn ich jetzt noch die restlichen Blumen mit hinmache, ne, entweder wird das Ding sehr lang oder sehr tief. Dann haben wir gesagt, ja, dann ist doch ganz einfach, alles ganz einfach und klar. Wir machen das so. Wir machen den gesamten Bereich ein Gartencenter. Wenn er dann vier breit wird, wird er vier breit. Wenn er sechs breit wird, wird er sechs breit. Ist egal, aber auf die gesamte Länge. Und die Bienen kommen hier hin. Sozusagen genau gegenüber, weil dann haben wir auch hier den Strom. Weil brauchen wir auch, ne? Weil bei Bienen haben wir die Honigproduktion und so weiter und so fort. Genau. Dann haben wir dann uns entschieden, dass jetzt eigentlich, jetzt muss ich leider in dieses Gebiet erstmal laufen, weil wie gesagt, er zeigt mir es ja nicht mehr sauber an. Wir haben hier hinten dann unser Gebiet. Da seht ihr schon die ersten so bräunlichen Stellen. Und das ist a Dead Forest. Und dann haben wir gesagt, okay, ein Dead Forest ist eigentlich genau das richtige Biom, um unsere Zaubersachen hinzumachen. Und dann gibt es hier so Übergangsbiome, die so grünlich sind. Da können wir doch Witchery reinsetzen. Genau. Und dann haben wir gesagt, okay, dann gehen wir halt die Straße geradeaus weiter. Und werden dann irgendwann hier rüberwärts anfangen, Forest, die ganzen Witchery-Sachen aufzubauen. Und hier hinten dann ja, Soundcraft, Blood Magic und so weiter und so fort. Ja, das war jetzt wieder klar. Das war mal wieder ein Drag Live. Aber Dummheit fällt runter. Und dann haben wir hier schon mal ein kleines Schmankerl gestellt. Ich hoffe, dass das dann auch irgendwann funktioniert. Kann auch sein, dass das dann noch mal irgendwo umgebaut wird oder woanders hingestellt wird. Aber das wird unser Bereich sein, wo wir unseren Wither-Freund dann aufbauen und hoffentlich dann auch klatschen. Wird dann hoffentlich auch demnächst passieren, weil wir gesagt haben, wir brauchen langsam aber sicher Nita Stars. Denn wir möchten ja damit dann langsam anfangen und wie gesagt, Soundcraft geht dann auch los und Witchery geht los. Und deswegen, das ist das Wichtige, darum erzähle ich das gerade mit Witchery. So, jetzt hilft es mit Witchery. Mach's doch einfach. Nein, ich habe natürlich schon in meinem Soundcraft-Buch, in meinem Soundmanamecon, alles erforscht, was in Witchery eigentlich jetzt dann wichtig wird. Also ich habe den Witchery-Ofen und so weiter. Und dann sieht man hier, Forbidden Knowledge, ja, ist hier ein paar Mal dabei. Also, wenn ich jetzt dann auf einmal Fledermäuschen, um mich rum spawnen oder auf einmal mir lustige andere Sachen hört. Ich wundern, das kommt daher. Genau. Das muss ich jetzt nicht auch noch mit euch zusammen machen, weil dann kommen wir zur Folge 1000, da dann Dream recht, dann schaffen wir es zur Folge 1000 nicht auf dem Mond. Wollen wir aber. Wir wollen sogar bis Folge 200 auf dem Mond sein. Ah. Das ist so ein kleines Zielchen von mir. Dann kann ich noch eins sagen. Ich hoffe, dass ich nicht alles vergesse. Ja. Das ist ein bisschen was passiert. So, ich habe keine Ahnung mehr. Das kann mir bestimmt einer von euch jetzt sagen. Wie ihr hier seht, haben sich die Kabel geändert. Ich habe jetzt dickere Kabel und ich habe vor allem Aufteilungen gemacht. Denn, ja, wir hatten Spaß. Das ganze Kabel war weg. Irgendwas oder irgendwer oder irgendwie
hat das Kabel kaputt gemacht. Und ja, war natürlich nicht gerade super. Ah. Burning of Traps. Ja, nee. Also die muss ich jetzt nicht alle platt machen. Auf jeden Fall haben wir jetzt die ganzen Kabel neu verlegt und auch aufgeteilt. Wir haben auch, jetzt muss ich aber erst vorher woanders hin, weil ich gehe da nicht mehr rein ohne meinen orangen Anzug. Habe ich zwar schon in einer Folge erwähnt, glaube ich, aber ich bin mir nicht sicher. Mittlerweile weiß ich schon gar nicht mehr, was ich euch erzählt habe und was ich nicht mehr erzählt habe. So, wir gehen mal schnell in unserem kleinen Anzug hier rein. Ich kann ja mal meinen portablen Scanner auspacken. Oh, ich habe momentan nur 10.820 Gibbel. Heißt, ja, 66.000. Der Schlimme ist nur, wir haben fast momentan keine Energiefresser. Trotzdem so viel Pollution hier drin. Denn den Motor kennt er ja. Ja, aber unser Sebo war mal wieder verrückt und hat den MV-Motor aufgebaut. Also, ja, also der Motor für uns. Da hängen jetzt halt 16 Monitore, 16 von den Dingern dran. Das heißt, oh. Hervorragend gemacht. Da sind nicht mal Batterien drin. Stark. Also auf jeden Fall sind hier halt 16 Motoren dran. Und das heißt, man hat hier dann 8 von den MV-Batterien. Und wenn man jetzt das dann halt hoch switchen würde auf einen HV-Lithium-Batterie, würden sozusagen ein Motor würde 4 HV-Batterien versorgen, davon 4 Stück würde einen kompletten Battery Buffer halt auch versorgen. Und das ist ja das, was wir jetzt demnächst sehr viel brauchen werden. Und danach wird hier richtig, richtig Pollution drin sein. Da, ja, sollte man ohne diesen da nicht mehr reingehen. So. Und jetzt haben wir ein bisschen angeguckt. Hätte ich gesagt, gehen wir mal nach hinten und machen jetzt schon mal in der Folge ein bisschen Technik. Hoffe, dass das alles hinten ist. Weil hat mir mein Sebo gesagt, hat er schon mal was vorbereitet. Also Raffinerie mal reingucken, weil wir haben nochmal zwei komplette Ölquellen trockengelegt. Also das ist, Leute, das ist der Wahnsinn, was wir hier an Öl verballern. Sehr schön. Das heißt, die Tanks sind jetzt voll unten. Und ja, da müssen wir uns auf jeden Fall auch mal demnächst darum kümmern, dass wir daraus Diesel erzeugen. Dass wir noch ein bisschen mehr Spaß daraus haben. Ich habe gerade gedacht, dass den Skelett drin und bewacht den EBF. Ja, und da ist der Bereich, den unser dritter Mann beackert. Unser Prophet. Der hat schon mal sozusagen die Berge abgesiebt. Ja, das wird alles noch irgendwann schön und eben und ja. Jetzt werden einige sagen, warum gehst du denn nicht hin und machst auch mal nach oben? Ja, für die Gebäude ist es leider Minecraft. Ich kann nicht hingehen und sagen, okay, ich möchte diese Fläche haben. So, und jetzt machen wir mal, passen die auf dieses Gebiet an, das, nee, da war ich irre. So, aber wir haben hier ein paar Kleinigkeiten drin. Ich tue jetzt mal die ganzen Blöcke hier rein. Und wir gehen mal in die Questreihe rein, denn wir möchten ja langsam aber sicher in diese Bereiche hier vordringen und auch Platinum und den ganzen Käse herstellen. So, wir brauchen 4 Plastik Circuit Boards.
Haben wir hier. Dann brauchen wir Processor Assembly. 8 Stück. Da habe ich nur einen. Da fehlen mir noch 7. Hoffe, dass er mir das alles so weit rein hat, dass ich die machen kann. Glaube aber schon, wie ich ihn kenne. So, wir nehmen mal jetzt alles raus. Weil ich sehe hier halt Sachen 7-mal, also das ist bestimmt kein Zufall. Okay. Das heißt, wir gehen durch. Den können wir definitiv nicht machen. Genau. Der da. Ich gehe mal hier rein. Hand. Molten Soldering Alloy. So, Prozessor Assembly. So, das heißt, ich brauche jetzt davon Integrated Prozessoren 2 Stück. Ich brauche eine Plastic Circuit Board. Ich brauche Fine Red Alloy Wire. Okay, Fine Red Alloy Wire, das haben wir hier. Dann haben wir dich, dann haben wir dich, dann haben wir dich, dann haben wir dich. Ich? Ja, nein, weiß nicht. Wie es aussieht, weiß nicht. Also nochmal. Das Random Access Memory Chip. Kann natürlich jetzt auch sein, dass es nicht geht. Nee, die Batterien sind voll. Denen liegt schon mal nicht. Der Plastikboard, ich habe meinen Good Integrated Circuit. Das ist ein bisschen nervig, dass man das nicht sich so anzeigen lassen kann, dass das schon mal da bleibt. Small Coils. Ah, genau. Dann ist das falsch, klar. Das wäre das Rezept. Wundern, gleich gibt es ein komisches Kling. Das ist jetzt für mich sozusagen, ich habe mir jetzt mal einen Screenshot gemacht. Kann mir mal auf meinen beiden Bildschirmen mir das Bild anzeigen, dass ich nicht die ganze Zeit hin und her switchen muss. So, du kommst dahin. Dann bist du da. Du bist da und du bist da. Das ist Molten Soldering Alloy. Das ist ein MV. Wir sind im Circuit Assembler. Das ist auch richtig. Eigentlich laufen. Haben wir den ausgemacht? Hier ist schon mal ein Hammer. Ha! Wir haben nicht den ausgemacht. Wir Wahnsinnigen. Genau, da war ja was. Ich habe was anders ausgemacht. Weil wir gesagt haben, wir lassen nicht die ganze Zeit den Clean Room laufen, weil das die ganze Zeit nur uns Strom kostet und es uns nichts bringt. Deswegen ist auch der Hammer da. So, kommst du mal wieder dahin. Ich habe den jetzt erstmal ausgeschaltet. Nicht, dass der auf einmal das Laufen anfängt und sagt, ja, gute Leute. So, wir sind jetzt bei Effizienz 14%. No Pollution in Chunk. Das ist schon mal sehr gut. Wäre aber auch, ja, wobei im Chunk kann ja immer Pollution sein.
Wie gesagt, das wird erst besser ab dem Zeitpunkt, wo wir die größeren Generatoren haben. Und vor allem, wir haben ja auch eine Ebene angefangen, wo dann irgendwann die Scrubber drin sein werden. Aber das sieht er halt mal, ne? Also an so Kleinigkeiten muss man halt denken. Wie gesagt, wenn wir jetzt natürlich da sind und jetzt eine Aufnahmesession haben, dann werde ich das Ding anmachen. Und erst wieder, wenn die Aufnahmesession vorbei ist, dann wird er ausgemacht. Aber sonst machen wir den halt, wenn wir selber nur sozusagen als Junkloader hier draufstehen oder die Junkloader laufen lassen, machen wir den Raum aus, weil bringt nichts, weil kostet wirklich nur Strom. Und ich sehe gerade, diesen schönen Clean Room Controller sieht man sehr schön auf der rechten Seite unten, sieht man die Effizienz. Er braucht immer 2 Sekunden. Jetzt können wir mal schnell gucken. Er bekommt 128 EU pro Tick. Also das MV. Also das heißt, er frisst eigentlich 128 EU jede Sekunde. Oh, und das braucht man nicht. So viel Öl haben wir auch nicht, obwohl wir richtig viele Ölquellen haben. Aber ist der Wahnsinn. Also diese großen Ölquellen, diese richtig großen Ölquellen, die sind innerhalb von einem Tag komplett abgepumpt. Und wenn wir hier richtig Saft laufen lassen, innerhalb von 3 Tagen verbraucht. Haben wir gesagt, wir müssen uns da auf jeden Fall mehr einfallen lassen. Und darum brauchen wir auch diesen wunderschönen Gartencenter, wo halt dann auch, wie gesagt, Humus hergestellt wird und. Können wir auch noch zusammen machen. Ich werde eventuell das Grundgerüst des Gebäudes mal offline hinstellen, aber ich werde es euch dann zeigen und da haben wir jetzt da langsam ist ja so einen Dreh raus, ne? Weil, wie gesagt, das Gebäude in einer Folge mit euch zusammen zu machen, da könnt ihr es leicht den Rahmen sprengen von der Folgenlänge. Habe ich beim letzten Mal gemerkt, als ich, wie gesagt, die ersten zweimal euch die Gegend hier gezeigt habe, da habe ich alleine 35 Minuten gebraucht, bis ich euch die Gegend gezeigt habe. Haben wir jetzt schon weit übertroffen, weil wir sind schon in Minute 27 und ja, wir sind schon dabei, sozusagen an der Technik zu arbeiten. So. Gleich sind wir auf Effizienz 100. Hurra. Hurra, hurra. So, wir haben enabled. Und das Ding läuft immer noch nicht. Hey, bin ja nicht doof. Das ist der Capacitor. Jetzt will er mich wieder ärgern. Also, wir gehen mal in die Richtung. Geht's ein wenig schneller. Ja, wir brauchen Clean Room. Wir brauchen 120 EU pro Tick. Das haben wir. Plastic Circuit Board. Integrated Processor. Small Coil. Capacitor. Random Access Memory Chip und Red Alloy Wire. Red Alloy Wire, Adjust Memory Chip, Capacitor. Jo, was magst denn du nicht, dass du nicht läufst? Schau noch mal. Also die Effizienz ist bei 100%. Wir sind in dem Clean Room drin. Ich hoffe, dann hat er es so erkannt. Aber sonst geht er ja nicht laufen. Bin mal wieder total toll vorbereitet. Ich merke das schon. Eigentlich gerne das fertig gemacht in der Folge.
bestimmt schon mal längst meinen Fehler erkannt, den ich mal wieder, ich Depp mal wieder nicht gesehen habe. Molten Soldering Alloy. Genau, das haben wir drin. Und das ist ein Advanced Circuit Assembling Machine. Das ist MV. Okay, also, das heißt, wir brauchen das Plastic Circuit Board. Wir brauchen die Good Integrated. S sind keine. Leute, ich glaube, ein anderes Circuits. Kann anders aus auf dem anderen Bild, aber es kann auch täuschen. Integrated Prozessoren brauchen wir. Integrated Circuits, die sind leider falsch. Wir brauchen hier Integrated Prozessoren. Und davon brauche ich 14 Stück. Und das sind Good Integrated Circuit. Ja, hervorragend. Drake hat einen Fehler gefunden. Und jetzt muss hey, mir gerade, die Farbe schaut ein bisschen anders aus. Das ist der Wahnsinn. Na, das sind die ein. Hier. Das sind die gut. Und das sind die da. Das ist immer wieder schön. So, das heißt jetzt, ich brauche Zentralprozess-Unit. Ich hoffe, dass ich noch genügend Plastik-Circuit-Boards habe. Processing-Unit. Processing-Unit, das bist du auch nicht. Hervorragend. Also gehen wir mal schnell Processing Units holen. Schon wieder dunkel. Ja, genau. Ich lege mich mal mit dem Scanner hin. Jut, jut. Halt die Frage, habe ich genügend Circuit Boards? Ich brauche 14 Stück. Oder ich mache halt das andere Rezept. Das ist halt auch möglich. Wenn ich sie nicht habe. Kann man ja vorne gucken. Ich sage, das ist jetzt auch an dem, was wir jetzt definitiv im Chemiewerk arbeiten. Wir brauchen halt noch die. Ne, ich kann sie nicht bauen, weil ich halt zu wenig davon habe. Und dafür brauche ich Sodiumpersulfat. Oder Iron 3 Chlorid und das habe ich halt noch nicht hergestellt. Wird kommen. Wird in den nächsten Folgen kommen. So, okay. Also. Heißt, wir gehen jetzt hier hin. Was von diesen schönen SMDs brauche ich denn? Ich habe Blau und Orange. Ja. Nehmen wir mal die mit. Das sind nämlich die SMD-Transistoren. Die habe ich. Perfekt. Wenigstens schon mal etwas. Dann brauche ich Fine Electrum Wire. Und ich brauche Annihilated Copper Balls. Ein Electrum Wire müsste der hier sein. Jawohl. Das packe ich jetzt mal hier rein. Das packe ich auch hier rein. So, was brauche ich noch bitte? Genau, dann brauche ich Integrated und Random Adjustment. Random und Integrated Logic.
Random. Integrated Logic. Okay. Habe ich die Good Circuits, dann habe ich das fein. 80. 64 ist. Acht, ich brauche 8 Stück. Drei. Jens. Wann, was ich jetzt vergessen. Ich nehme mir mal, ja. Richtig, halt. Auch noch ein bisschen Soldering. Keinen Tank drüber. Dann habe ich auch keinen Tank drüber. Tank. Da drauf. Dann denke ich wieder dran, weil sonst geht das jetzt alles nach oben. Oh, mal Soldering Alloy. Acht Stück. Außen 152. Wechseln wir mal. Zellenart. Acht Stück, das heißt mal. Mal acht. Gedacht, das reicht mit 8 Stück. Jede Zelle ist ja anders voll, aber ich glaube, das ist jetzt die 1000 Millibucket. Und zack, jetzt haben wir noch 16. Und los. Ja, wir möchten diese eine Aufgabe heute noch abschließen. Mein Computer will. Haben wir jetzt verloren? Ja, 1% haben wir verloren. So, dann hoffen wir mal, dass jetzt das. Ah? Ach so, ja, geht nicht, klar. Weil ich voll bin. Wir kriegen das schon irgendwie. Sneaken ging. So, also das heißt, wir haben jetzt drin. Das da. Brauche ich jetzt das auch noch? Okay. Dann heißt es jetzt für mich, ich brauche dich. Ich brauche das da. Das da. Dann brauche ich gelben, das Electrum Wire und die Bolts. Und was habe ich vergessen? Die Bolts, oder? Nein.
Glaub's ja. Der Held hat wieder was vergessen. Das waren jetzt die Unrelated Copper Bowls. Ich hoffe, dass ich noch welche da habe. Ja, aber ich habe keinen Stack da. Heißt, ich brauche jetzt auf jeden Fall 8-mal Unrelated Copper. Also den Aloys reinlaufen lassen. Fünfzig, das ist auch gut. Auch. Los. Wurden diesmal richtig. Ja, Dreckfing das Übertreiben anerkennt in GT New Horizon. Ja, alles für euch. Wir fertig werden. Bin ich so außer Atem. Vielleicht schielt er dann. Nö. So, bitte lauf. Dankeschön. Dankeschön. Ich bin schon froh, dass ich hier was bewege. Ich habe jetzt da drin 14 Stück gehabt. Ich brauche insgesamt noch 7. Das könnte wirklich alles aufgehen. Ja, scheiße. Nein. Es sind natürlich die falschen Circuits, die wo jetzt rauskommen. Verdammt. Ja, ich brauche halt wirklich die. Und das bringt mir natürlich nichts. Ja, ich muss die Integrated Prozessoren bauen. Ja, dann alles Käse. Echt. Ja, ich lasse die jetzt laufen, ist mir egal. Haben wir ein paar HV Circuits, dass wir die auch verwenden können. Das heißt, wir müssen die Processor Assembly machen. Das heißt, wir müssen beim nächsten Mal definitiv anfangen, Eisen-3-Chlorid und Plastik und den ganzen Käse herzustellen. Weil mir nicht reicht. Mist, Mist, Mist. Ja, dann brauche ich auch nicht dran rum reden, nörgeln. Das habt ihr schon bestimmt schon 10 Stunden vorher gesehen, dass da die falschen Prozessoren rauskommen. Ich habe es jetzt gesehen. Aber wie gesagt, bringt uns nicht um. Wir brauchen sowieso noch genügend HV-Circuits. Wir können dann noch ein paar Maschinchen bauen, die uns vielleicht dann weiterbringen. Aber das heißt, wir müssen definitiv beim nächsten Mal, können wir ja schon mal schnell spoilern. Eisen 3 Chlorid. Genau. Wie stelle ich dich her? Die stelle ich her, indem dass ich Hydrochlorid und Eisenpowder zusammenmische. Und Hydrochloric ist, soweit ich weiß, ein Nebenprodukt von der Herstellung Chlorin und Hydrogen. Okay. Chlorin. Das ist dasselbe nochmal.
Sulfuric Acid, genau. Sodium-Bisulfat Dust. Also sozusagen, ich kann, wenn ich die einen Boards mache, kann ich auch gleichzeitig die anderen Boards und so weiter machen. Das ist ja wunderbar. Nee, aber dann werden wir das auf jeden Fall beim nächsten Mal in Angriff nehmen. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt oder mir irgendwas sonst mitteilen wollt, dann schreibt es mir doch bitte in die Kommentare. Wenn euch die Folge gefallen hat oder ihr möchtet, dass ich im Algorithmus bei YouTube nach oben kletter, dann lasst mir noch einen Daumen nach oben da. Und dann heißt es dann auch vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Dahin. Ciao, ciao.